schnell bitte! Was ist? Ich kann nicht. Also, ich meine... Oh Gott. Wovor hat sie denn solche Angst? Oh, ich hab's kapiert. Sie ist nervös, weil sie gleich mit einem Jungen auf engem Raum zusammen ist. Das ist irgendwie süß. Total schüchtern. Ich meine, klar, im Fahrstuhl ist zwar nicht so viel Platz, aber es ist ja auch nicht so, als wären wir eng aneinander gedrückt oder sowas. Zumindest müssen wir das nicht. Sie sieht so nervös aus. Echt naiv. Na los, lass uns gehen. Ich hab gesagt, du sollst warten. Warum? Hast du keine Angst, Jumpy? Angst? Wovor? Ich war noch nie... Naja... Sie war noch nie alleine mit einem Mann im Aufzug? Selbst wenn, da braucht man doch keine panische Angst haben. Vielleicht werde ich feucht. Was? Da unten werde ich pitschnass. Naja, ich meine, klar wirst du das. So funktioniert das nun mal. Ich meine, ich habe noch nie gehört, dass jemand woanders feucht wurde. Das stimmt. Ist dir egal? Was meinst du? Feucht werden. Also, ich weiß nicht. Ich schätze mal, es würde mir, du weißt schon, gefallen. Wow, Jumpy, du bist so mutig. Wirklich? Ich glaube, jeder andere Kerl würde das Gleiche tun. Weißt du, was passiert, das passiert, richtig? Wenn du eine Chance bekommst, dann ergreifst du sie auch. Das sollte ein Mann tun, schätze ich. Du bist so cool, Jumpy. Ich bewundere dich. Das ist echt keine Sache, für die ich andere bewundern würde. Ich habe wirklich wahnsinnige Angst. Klar. Ich meine, wie du gesagt hast, es ist dein erstes Mal. Ja, ich denke, ich werde nicht besonders lange durchhalten. Und dann ist es vorbei. Vorbei? Ja, dann bin ich im Himmel. Himmel? Es fühlt sich an, als würde man im Weltraum schweben. Und dir ist ganz schwindelig. Als würdest du in Ohnmacht fallen. Jedenfalls habe ich das von Leuten gehört, die Erfahrung damit haben. Ja. Ich habe das auch gehört, aber ich glaube, bei uns Männern ist das etwas anders. Was? Hä? Aber bei Männern passiert das doch auch, oder nicht? So ergeht es doch jedem. Wenn es in deinen Körper eindringt, passiert doch jedem das Gleiche. Also, ich meine, meistens dringt es nicht in den Mann ein. Normalerweise jedenfalls. Doch, natürlich. Irgendwann wird es das. Man hat ja nicht wirklich eine Wahl. Dein Körper zwingt dich dazu, etwas davon zu schlucken. Irgendwann. Was hast du mit mir vor? Gar nichts. Ich werde dir gar nichts tun. Ich sag doch nur, wie es ist. Also, es ist eine psychische Reaktion auf das, was einem widerfährt. Ist es echt so, wie sie es erzählt? Vielleicht funktioniert es ja wirklich so. Vielleicht habe ich mich all die Jahre geirrt. Habe ich ernsthaft so wenig Ahnung davon? Ich weiß, dass die meisten Männer größere Lungen haben. Aber selbst dann, man kann seine Luft nicht für 20 Minuten, nicht mal für 10 anhalten. Irgendwann muss man ja atmen. Und dann füllt sich die Lunge mit Wasser. Wenn das passiert, kriegt der Körper keine Luftzufuhr mehr. Dann kommt das Schwindelgefühl und du verlierst das Bewusstsein. Ich hab's kapiert. Ja, du hast recht. Man würde nicht lange durchhalten. Stimmt's? Sie hat Angst, dass die einzige Taste im Aufzug uns nach unten bringt. Ins Wasser.